Katja, dreimal dürft ihr raten, wo meine Mühle heute steht. Ja, und ich bin ein Ausstellungsstück. Also nicht nur ich, sondern auch das Motorrad. Ja, ein sanftes, sonores Blubbern umtönt mich hier. Auch wenn der Wind wahrscheinlich ins Mikrofon knallt, wie nichts Gutes. Aber da muss man eben durch. Hier kommen TÜV-Prüfer so richtig auf ihre Kosten. Nummernschild hochkant. Auch geil. Hab ich auch noch nicht gesehen. Guck an, es gibt auch Harleys, die auf den ersten Blick gar nicht wie Harley so aussehen. Oder er hat einfach nur ganz schlau falsch bezeichnet. Könnte ich bei mir auch drauf malen, Harley. 99% der Leute können das eh nicht auseinanderhalten. Falls das irgendwen interessiert, der Rahmen ist toll. Handy ist eigentlich auch toll, soweit zum Filmen. Aber das Display ist so dunkel. Jetzt bei knalliger Sonne muss ich echt erraten, was ich hier eigentlich ablichte. Einigen der Boliden quillt eine Menge Motor rechts und links hervor. BMW. Habe ich das Ding nicht neulich schon mal in der Stadthalle gesehen? Und da sind wir wieder bei meiner Mühle angekommen. Ah, da fährt Triumph. Ich habe hier auch schon Moto Morini eben vorbei, die Nattern sehen. Guck mal, Navi in der Harley, das ist schon seltsam, was kommt da an? Man kriegt auch gut. Ja, okay, da muss Harley draufstehen, das geht glaube ich gar nicht anders. Schon mal gehört? Ja.
der Wind jetzt nicht wäre, könnt ihr die Möwen schreien hören. Was auch erklärt, warum es hier so windig ist. Junge, Junge, hier ist auch eine Menge Plexiglas dran verbaut. Aber man ist wetterfest. Klingt zivilisierter als meine. Das war mal eine BMW. Wow. Okay, da setzt sich keiner drauf. Ja, das ist die Mad Max BMW, ne? Wieso lose? Fest ist doch besser als lose, oder nicht? We'll be right back.
neulich eine Spider ganz knapp entgangen, wollte ich gerade sagen. Für 7,5, das ist ja von einem Spider, ist ja quasi geschenkt. Da wollte ich mit dem guten Mann noch ein bisschen geplappert untereinander. Aber am selben Abend war sie schon verkauft. So ein Ärger. Genau die hatte ich. Nicht in dieser scheußlichen Farbe, aber das Modell? Ich glaube, das war's.
bleibe dabei, meine ist das Schönste von allen. Kontrolle gibt es hier übrigens keine. Wenn die Mühle gut genug aussieht, kann man einfach reinfahren. Allerdings wird es mit dem Abstellraum ein bisschen knapp. Deswegen sortieren die sich so ein bisschen aus und weisen Parkplätze zu. Das Ganze im Hintergrund ist übrigens, da wären wir nie drauf gekommen, der Schuppen 1. Das war früher mal ein Lagerschuppen direkt am Hafen. Ja, da hinten, das ist ja schon das Hafenbecken, das eins von vielen in Bremen. Und das ist zu einer motororientierten Veranstaltungslocation umgebaut worden mit vielen, vielen Oldtimer und Aufpeppläden. Durchaus der eine oder andere vierrädrige Oldtimer durch. So der falsche Termin. Moin! Das ist ja noch einer. Es ist wahrscheinlich gerade eine Oldtimer-Veranstaltung zu Ende. Jetzt fahren die alle hier nochmal eben vorbei. Ich glaube nicht, dass es hier noch Parkplätze gibt. Oh, Käfer! Ja, hier kriegt man schon was zu sehen. Ah, Varadero, hässliches Gerät, würde ich mir nie kaufen. Hören. So ein bisschen Wind haut ja böse rein. Im Hintergrund hört man gerade etwas, das sanfte Säuseln eines interessanten Motors. Klingt überhaupt nicht nach BMW. so richtig interessant, rein akustisch meine ich, wird das mal erstmal so nachher, ne? Wenn die alle wieder wegfahren, dann hämmern hier die großen HD-Motoren einen nach dem anderen. Jetzt ist es relativ zivil, ne? Die meisten, die herkommen wollen, sind da. Passen sowieso nicht mehr viele dazu. Ja, ich glaube, ich bin auch gleich wieder weg, weil ich habe gesehen, was ich hier wollte, nämlich alles. Und freue mich ja schon mal wieder aufs nächste Jahr. Sagt der Mann, der seine Kamera, da kommt der nie drauf, ganz alleine ausschalten muss.